Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Ich-Podcast-Episode. Ich freue mich wieder. Heute mit Martje wie immer und auch mit der Katrin Dunsch. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank. Danke, dass ich heute mal dabei sein darf. Genau. Ja, hallo. Wir haben nämlich heute ein ganz besonderes Thema. Etwas, was mir vor ein paar Wochen auch wenig bis gar nichts gesagt hat. Da durfte ich an der Ausbildung teilnehmen und dachte, das ist was, was in die Welt raus muss. Nämlich die sogenannte PLDNA. Aber bevor wir dahin kommen, liebe Katrin, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und dann natürlich auch, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen? Ja, also Katrin Dunsch ist mein Name, ich bin 47 Jahre alt. Beruflich vielleicht zuerst mal, da verbinde ich Theorie und Praxis. Auf der einen Seite gebe ich Seminare, Kommunikationsseminare. Ich habe eine Coaching-Praxis, hauptsächlich für Unternehmer und Führungskräfte. Aber natürlich läuft dann auch da das ein oder andere private Thema dann gerne mal über den Weg. Und dann gebe ich halt die PLDNA-Ausbildungsseminare, an denen du ja, an der einen Ausbildung hast du ja teilgenommen. Das war sehr schön. Genau, und die andere Seite, die ich mache, die Praxis sozusagen, ich bin 50% Geschäftsführerin in einem Sportverein und habe da sehr viele Honorarkräfte, viele festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und habe da natürlich auch viel mit Personalführung und einfach mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun. Mhm. Genau. Und das zieht sich so durch mein Leben. Ich bin mehr so sowohl als auch und nicht entweder oder. Ja, vielleicht privat noch. Ich wohne sowohl in Messel, das ist in der Nähe von Frankfurt am Main, als auch in Heilbronn oder in der Nähe von Heilbronn im Hohenlohe-Kreis. Und ja, habe zwei erwachsene Söhne, zwei ganz wundervolle, habe aber auch noch zwei Bonuskinder und genau, bin absoluter Familienmensch. Sehr schön, das klingt spannend. PLDNA, vielleicht magst du mal sagen, ist das eine Abkürzung, was heißt das überhaupt? Und dann interessiert uns natürlich, was hat es damit auf sich und wie ist es entstanden? Ja, also die PLDNA ist, wie du schon vermutet hast, natürlich eine Abkürzung und das PL steht für psycho-logische DNA. Das ist eine Persönlichkeitsanalyse. Wir werten da über 40 Merkmale aus. Da können wir ja nachher vielleicht noch mal genauer zu was sagen. Hm. Und wie ist die entstanden? Also der Thomas Stocker, der ist aus meiner Sicht einer der besten NLP-Lehrtrainer, den wir in Deutschland haben. Der gibt bei uns NLP-Seminare und hat sich die Meta-Programme, die vielleicht der ein oder andere aus dem NLP kennt, mal genauer angeschaut und hat daraus die PLDNA-Merkmale entwickelt. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, liebe Katrin, Entschuldigung, dass ich rein. Hm? Was sind Meta-Merkmale? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die es hier sehen oder hören, sagen, NLP, nie gehört, was ist das? Meta, auch nie, was soll das sein? Also im Groben kann ich sagen, es geht darum, wie tickt denn ein Mensch oder wie unterschiedlich ticken Menschen. Und da gibt es eben so Meta-Programme, die die Persönlichkeit ausmachen. Und wie gesagt, daraus sind die Merkmale, die PLDNA-Merkmale dann auch entstanden. Und vielleicht können wir nachher einfach mal so ein paar Beispiele nennen. Da wird es dann deutlicher, was gibt es denn eigentlich alles so für Merkmale, die eine Persönlichkeit ausmachen. Mhm. Und genau. Und vielleicht, wie es dann weitergegangen ist, also der Thomas Stocker hat das weiterentwickelt, diese Meta-Programme, da wurden eben die PLDNA-Merkmale draus. Und mit meinem Mann, dem Markus Guttenson, der ist Unternehmensberater und Business Coach, die zwei zusammen haben eben dann die PLDNA-Persönlichkeitsanalyse gemeinsam entwickelt. Beratend tätig ist noch die Victoria Gedenk, die ist Diplompsychologin und Diplom-Sozialpädagogin. Das war uns natürlich auch ganz wichtig, dass wir da einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, dass das nicht einfach so ins Blaue rein ist, sondern dass diese Analyse auch das aussagt, was sie aussagen soll. Und ich bin sozusagen die Vierte im Boot. Ich habe ganz viel mit der Umsetzung zu tun und eben auch mit der Ausbildung, wenn jemand die PLDNA ganz tief kennenlernen will, nicht nur eine Analyse für sich selber machen will, sondern die einfach auch nutzen möchte, die Leute kommen dann eben zu mir in die Ausbildung. Genau, jetzt lass uns mal da gleich reinspringen, so vielleicht auch mit einem Beispiel, denn viele Menschen kennen ja so
Ach ja, Persönlichkeitstest, das kenne ich ja außer was weiß ich, Bild der Frau oder Brigitte oder wie die alle heißen, wollen jetzt keine Schleichwerbung machen, werden dafür auch nicht bezahlt, jedenfalls bisher nicht, mal gucken. Und da ist ja dann auch immer so, keine Ahnung, 10 Fragen, ich kreuze A, B, C an, dann gucke ich, aha, wie viele Punkte sind, ah ja, ich bin lustiger Typ oder ich bin trauriger Typ oder mit dir ist gar nichts anzufangen. Was ist denn, hast du ja schon ein bisschen anklingen lassen, aber vielleicht sagst du mal, was ist so die Zielgruppe? Weil da ist es ja auch oft so, ne, der Test, bist du liebesfähig, der Test, bist du beziehungsfähig, der Test, wirst du irgendwie dieses Jahr deinen Traummann finden oder so. Wie ist das bei der PLDNA? Also was finden wir, du hast ja schon so anklingen lassen, aber vielleicht auch mal ein paar Beispiele, was finden wir da raus? Und vor allen Dingen auch, was ist denn da die Zielgruppe? Also Also grundsätzlich kann man diese Persönlichkeitsanalyse, je nachdem, wie man möchte, darauf blicken. Also man fragt sich nicht, ist man liebesfähig, ja oder nein, sondern man kann mit der allgemeinen Frage drauf schauen, wie ticke ich denn so? Wie ist denn so meine Persönlichkeit? Das ist die eine Möglichkeit und es ist eine Online-Analyse, da nimmt man sich so eine Stunde ungefähr Zeit, bewertet ganz viele Aussagen, da werden so Beispiele genannt, Situationen beschrieben aus dem privaten Leben, aber eben auch aus dem Business-Kontext. Und dann bewertet man die, wie man das so einschätzt, wie man sich selber da einschätzt und bekommt dann eben diese Analyse. Die eine Möglichkeit, dass man so allgemein drauf guckt. Man kann aber auch mit einem gewissen Thema drauf gucken. Also ich hatte es jetzt in meinem Coaching noch nicht, dass jemand mich gefragt hat, bin ich liebesfähig? So Fragen sind es eher nicht, sondern es ist vielleicht, ich habe eine Herausforderung und ich weiß gar nicht, ich tue immer verschiedene Dinge, aber irgendwie komme ich nicht zum Ziel. Das könnte ein Thema sein. Also eigentlich ist mir bisher kein Thema über den Weg gelaufen, bei dem es nicht sinnvoll war, sich die PLDNA mal anzugucken und einfach mal zu gucken, wo sind denn die Merkmale, wo es eventuell haken könnte, wo liegen die Herausforderungen? Und die guckt man sich dann genauer an. Das Schöne bei den Merkmalen ist nämlich auch, dass sie veränderbar sind. Also ich mache so eine Analyse, dann habe ich meinen Ist-Zustand und dann kann ich mir überlegen, gibt es Merkmale, an denen ich vielleicht arbeiten möchte, weil die zieldienlich mich dazu bringen, dass ich eben Probleme für mich lösen kann oder eine Situation anders handeln kann. Und dann kann ich dran arbeiten und dann kann man nach einem gewissen Zeitraum gerne nochmal eine Analyse machen. Es sind nämlich immer Doppelanalysen, die man bekommt und dann sieht man nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr, okay, wie ist denn jetzt meine Ist-Situation und hat sich daran, woran ich gearbeitet habe, was verändert? Und so kommt man vielleicht auch zu der Zielgruppe. Die PLDNA wird ganz viel in Coachings verwendet. In Coachings hat die auch einen riesengroßen Vorteil, weil erstmals ist Coaching so messbar geworden. Also wenn Coaching-Kunden zu mir kommen, die machen dann als allererstes eine Analyse, dann sehen die, wie gesagt, wie ticke ich im Moment, wo sind meine Herausforderungen, dann arbeiten wir dran, dann machen sie noch eine Analyse und dann sieht man wirklich schwarz auf weiß, was hat sich an dem Wert verändert. Das ist natürlich sehr schön. Der andere Einsatzbereich ist im Business, also alles, was mit Personal zu tun hat, da ist sie natürlich wunderbar einsetzbar. Wir arbeiten ja auch, mein Mann und ich, vornehmlich mit Unternehmern und Führungskräften. Und also da, ich sage jetzt mal, die Probleme sind irgendwie alle gleich und die Herausforderungen. Das Personal, wie gehe ich mit Personal um? Wie kann ich Personal halten? Es gibt Konflikte vielleicht zwischen einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da kann man wunderbar die PLDNA mal nebeneinander legen und sagen, okay, der eine tickt so und der andere tickt so. Könnte das vielleicht die Herausforderung sein, weil sie sich da nicht besonders ähnlich sind? Wir haben jetzt ganz vermehrt die Herausforderung, dass Unternehmen händeringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Da haben wir jetzt tatsächlich sogar noch eine Recruiting-Firma gegründet, weil wir einfach gemerkt haben, da ist ein Riesenbedarf. Und da ist es wirklich ein Riesenmehrwert, wenn man da schon direkt von Anfang an mit der PLDNA arbeitet, weil da guckt man sich eben nicht nur an, wie muss jemand fachlich drauf sein, was muss der fachlich können, um zu dieser Stelle zu passen, sondern wie sieht es denn mit den persönlichen Dingen aus? Ja, also muss jemand sehr detailliert sein? Das ist zum Beispiel ein PLDNA-Merkmal. Braucht es der Job, dass jemand sehr gut auf Details gucken kann und der auch Spaß dran hat, auf Details zu gucken? Oder ist es vielleicht eine Arbeitsstelle, wo es mehr um Big Picture geht, um den ganz großen Überblick? Das ist ja wahnsinnig wichtig, das zu wissen. Weil das sind häufig die Dinge, warum Menschen, die vielleicht fachlich sehr gut qualifiziert sind, einfach nicht glücklich werden mit dem, was sie machen, weil sie vielleicht ein riesen Merkmal Detail haben, das ist sehr ausgeprägt und das kommt aber gar nicht zum Tragen in ihrem Job. Oder sie werden gezwungen, detailliert zu sein und das ist aber gar nicht in ihrer PLDNA drin.
dann ist es natürlich schön, wenn man von Anfang an die Ausschreibung schon so macht, wenn man die Einarbeitung ganz persönlich gestalten kann, dass man einfach gucken kann, was braucht jemand, wie lernt der, wie kann er sich wohlfühlen, was braucht der für eine Führungskraft, wie muss die Führungskraft ticken, wie gehen wir mit Unterschiedlichkeiten um, wie bilden wir Teams, ja, also was brauche ich in einem Team, ja, da brauche ich ja häufig nicht nur Leute, die genau gleich ticken, sondern auch mal den einen, der, wie gesagt, auf die Details guckt und der andere vielleicht, der den großen Überblick behält. Und das ist im Prinzip auch ein Einsatzbereich, wo eigentlich sehr, sehr viele Unternehmen mittlerweile mit der PLDNA arbeiten und wir da ganz, ganz tolle Rückmeldungen kriegen, dass Leute wirklich glücklicher werden, weniger Probleme haben und mit Herausforderungen auch ganz anders umgehen können. Also ich bin ja jetzt die Einzige hier von uns dreien, die die PLDNA nicht kennt. Es ist also, wie ich es jetzt gerade verstehe, ist es also zum Teil das, was ich mitbringe als Persönlichkeitsmerkmal, weil ob jemand detailliert arbeiten mag oder nicht, ist ja etwas, was man schon mitbringt, aber auch den Ist-Zustand mit einbezieht, wenn du auch von Veränderung sprichst, weil gerade dieses Detail wird sich wahrscheinlich nicht verändern. Das ist wahrscheinlich etwas, was jemand mitbringt oder eben nicht. Aber eben andere Sachen, die kann man verändern, oder, um eben eine Herausforderung zu meistern. Also ich denke, wichtig ist bei mir in meinen Coachings und auch bei der PLDNA, gibt es einen Wunsch, was zu verändern? Wenn jemand sagt, also ich bin sehr detailliert und das finde ich auch total toll und Big Picture brauche ich in meinem Leben nicht, dann gibt es ja auch keinen Grund daran zu arbeiten, weil dann wird auch die Veränderung gar nicht so spürbar sein. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe hier meinen Traumjob. Und das passt für mich alles wunderbar und die PLDNA passt auch sehr gut, nur an einer Stelle passt die zum Beispiel nicht so. Ich will vielleicht mal ein neues Beispiel bringen. Es gibt auch die PLDNA, das Merkmal internal und external. Da geht es darum, ist jemand ausgeprägter, dass er sich erstmal selber eine Meinung bildet, ja, dass er einfach Entscheidungen gut alleine treffen kann, dass er sich selber so einen Entscheidungskatalog vielleicht immer so bereitlegt und dann drüber nachdenkt und auf seine eigene innere Stimme hört. Oder hat jemand vielleicht external mehr ausgeprägt? Und da ist ihm ganz besonders wichtig, dass er vorher mal andere Leute fragt und sagt, was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Oder ich möchte mir einen Fernseher kaufen, du hast dich doch darum gekümmert, was sagst du denn, was das beste Modell ist? Und da ist es dann, um auf den Job zurückzukommen, wenn ich jetzt den Traumjob habe, alles passt, aber zum Beispiel brauche ich als Führungskraft eine internale Ausprägung, weil ich da einfach Entscheidungen treffen muss und die auch teilweise alleine treffen muss. Und wenn ich merke, oh, es passt alles, aber das Merkmal, das müsste bei mir ein bisschen ausgeprägter sein, dass ich mich wohlfühle im Job und dass ich auch gut andere Leute führen kann, dann macht es total Sinn, darauf zu gucken und zu sagen, okay, was gibt es denn für Übungen, was gibt es denn für Interventionen, was kann man denn tun, um das Merkmal auszuprägen, weiter auszuprägen, einfach, dass ich mich leichter tue in meiner Führungsarbeit. Und so kann wirklich jedes Merkmal verändert werden. Es kommt halt immer auf die innere Motivation an und auf den Grund, warum man das gerne möchte. Sehr spannend. Vielleicht kannst du ja mal aus der Praxis so ein, zwei Beispiele nennen. Also Hermann ist gekommen zu dir, hatte das Problem, PLDNA hat gezeigt, aha, kein Wunder, dass du das Problem hast, weil guck mal hier, da und da und da, wir sehen es ja. Dann haben wir das und das gemacht und im zweiten kam dann raus, natürlich auch rein subjektiv, dass er gemerkt hat, es verändert sich was, aber auch in dem Test, vielleicht kannst du da mal irgendwie so ein, zwei Beispiele aus der Praxis nennen, weil ich finde mal das wertvoll, also mir gibt es auch mal ganz viel, weil ich dann macht es manchmal so Klick bei mir und so, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, wir können ja vielleicht mal ein Beispiel aus dem Bereich privat nehmen. Da hatte ich zum Beispiel ein Paar, die sind zu mir gekommen und die haben gesagt, es gibt mehrere Sachen, über die wir uns streiten. Und da streiten wir immer wieder drüber und wir wissen gar nicht warum und wir wollen das beide ändern, aber irgendwie kommen wir auf keinen grünen Zweig und immer werden wir wieder eingeholt von dieser Problematik. Dann war das natürlich super spannend, weil dann haben wir von der Frau, die hat die PLDNA-Analyse gemacht, der Mann hat die PLDNA-Analyse gemacht und dann haben wir das mal nebeneinander gelegt. Und dann haben wir uns einfach mal da angeguckt, wo die sehr weit auseinander liegen. Weil wenn jemand einem ähnlich ist, dann ist es ja häufig unproblematisch. Aber wenn jemand in einem oder einem anderen Punkt ganz anders ist als ich, dann kommt es dann häufig zu Herausforderungen. Und da war ein Beispiel. Es gibt ein PLDNA-Merkmal, das heißt hinzu und das andere heißt weg von. Hinzu, das sind so die Leute, die gerne sich überlegen, was will ich denn erreichen? Was habe ich für Pläne in der Zukunft?
Und wir sagen dazu auch, das sind die Leute, die nach dem Lustgewinn streben. Also die haben einfach was vor sich, ein tolles, attraktives Ziel und da wollen sie hin. Dann gibt es aber auch die Weg von Motivation. Und wenn man das sehr ausgeprägt hat, dann ist es eher so, dass man sich gar nicht so überlegt, wo will ich denn hin, sondern eher, was an der jetzigen Situation gefällt mir nicht und wo will ich denn weg von? Also ich fühle mich einfach nicht wohl und das möchte ich nicht mehr haben. Das sind weder das eine ist gut noch das andere ist schlecht. Das ist generell bei den PLDNA-Merkmalen auch so. Da geht es überhaupt nicht um gut, um schlecht, um richtig, um falsch, sondern einfach, wie bin ich denn da ausgeprägt? Und bei dem Paar war das tatsächlich so, dass sie eine sehr hohe Hinzu-Motivation hatte und wenig weg von. Und beim Mann war es genau umgekehrt. Und dann haben die sich immer in die Haare gekriegt, wenn die sich so über ihre Lebenssituation ausgetauscht haben. Also sie hat dann immer die tollsten Ziele gehabt und gesagt, also das müssten wir doch mal machen. Und wenn wir da mal hinkommen würden und dann, was weiß ich, wenn wir uns überlegen, wir bauen jetzt ein Haus, glaube ich, war damals Thema und so weiter. Und der Mann ist da so gar nicht drauf eingestiegen, sage ich jetzt mal. Also sie hat die tollsten Farben gemalt, was sie gerne mit ihm erleben möchte, und er ist da nicht so drauf eingestiegen. Und er hat dann eher gesagt, na ja, also ich will mir jetzt mal lieber Gedanken drum machen, was mir jetzt nicht so gut passt und was ich verändern möchte und was mir gar nicht gut gefällt. Da hatte die gar kein Ohr dafür, weil sie irgendwie gesagt hat, ich will mich jetzt nicht hier in Problem ergießen, sondern ich möchte mit dir super Zukunftsbilder malen. Und da sind die einfach auf keinen grünen Zweig gekommen. Es hatte noch andere PLDNA-Merkmale haben da auch noch eine Rolle gespielt. Das ist meistens so, dass es nicht ein Merkmal ist, an dem man alles festmachen kann, sondern häufig eine Kombination aus mehreren. Aber das war dann total interessant. Und dann war es so, dass beide festgestellt haben, das hat ja auch totalen Vorteil, dass wir unterschiedlich sind. Das ist nicht nur einfach nervig, dass sie immer ihre Luftschlösser baut und er sagt, jetzt unterhalten wir uns doch erstmal darüber, was wir für Probleme haben, sondern dass es dann auch klar war, das ist nicht auf der persönlichen Ebene zu suchen, dass man irgendwie den anderen nicht ernst nimmt mit seinen Zukunftsvisionen oder mit seinen Ängsten, sondern dass das einfach an der PLDNA liegt und an den unterschiedlichen Auswertungen und Ausprägungen. Und das war dann schon sehr interessant und das merke ich gerade, also wenn es um Beziehungsthemen geht, und eigentlich ist ja fast alles ein Beziehungsthema, also im Zweifel die Beziehung zu mir selber, aber meistens halt auch mit anderen, dass da die Menschen oft so ein Aha-Erlebnis haben, wenn sie mal die Analyse sich angucken, dass sie auf der einen Seite sehen, aha, so tick ich, und dann der andere kann ja auch gar nicht unbedingt was dafür, dass er so reagiert, sondern das ist halt einfach seine Ausprägung und das ist völlig in Ordnung. Ja, und der eine, der, wir hatten es vorhin von Detail und Big Picture. Ich bin so ein Detailmensch. Mein Mann, der ist mehr so der Big Picture-Typ. Wenn ich den gefragt habe, du warst mit deinen Mitarbeitern Wochenende weg, wie war es denn? Dann hat er gesagt, schön. Dann habe ich gedacht, ja, der war jetzt ein ganzes Wochenende weg. Das kann er noch nicht mit einem Wort zusammenfassen. Und habe gedacht, das ist ihm gar nicht wichtig, mir das zu erzählen. Der will mich daran gar nicht teilhaben lassen. Habe das dann so auf die persönliche Ebene am Anfang geschoben, bis wir dann irgendwann die PLDNA hatten. Und dann war mir klar, ah, das ist einfach ein Big Picture-Typ. Wenn der sagt, schön, dann war es das für ihn als Aussage. Und ich bin halt mehr der Detailtyp. Ich interessiere mich für ganz viele Kleinigkeiten. Und seitdem wir das wissen, kann er mein Detailreichtum schätzen und ich kann seinen Big Picture-Blick schätzen. Und manchmal ist es auch so, dass er sich dann extra Mühe gibt und beim letzten Mitarbeiterausflug hat er sich dann hingesetzt und hat im Flug nach Hause sich Stichpunkte gemacht, weil er wusste, ich frage ihn, wie es war. Und dann hat er seinen Zettel hervorgeholt und hat gesagt, so, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, weil du magst ja gerne Details hören. Und da haben wir im Prinzip, also das war nur die Erkenntnis, der eine tickt so und der andere tickt so. Sehr Und das schön. war, also das hat schon vieles leichter gemacht. Und wenn man mit anderen Menschen Herausforderungen hat, dann heißt es nicht, dass es natürlich dann auf einmal alles weg ist, aber es ist doch einfach schön zu wissen, ja, das hat nichts, der will mir nichts Böses, sondern der ist halt einfach so und das hat auch riesige Vorteile, dass er so ist und dass man da den Fokus auf die Vorteile legt und nicht auf das, was eventuell fehlt oder bei dem anderen anders ist. Gibt es denn im Business-Kontext Erfahrung von euch? Ich könnte ja auf der einen Seite, wenn ich jetzt einen Menschen einstellen will, dann gucken, so wie man es ja auch mit Human Design zum Beispiel machen kann, wo passt es ja besonders gut rein? Das könnte man ja auch mit der PLDNA wunderbar machen. Und macht es dann mehr Sinn? Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe keine Ahnung, die Stelle A offen
Und es bewirben sich aber nur eins und zwei als Dings und beide sehe ich, sind eigentlich jetzt nicht so ganz perfekt für A. Die wären eigentlich für Stelle B besser, aber die ist gerade nicht ausgeschrieben. Ist es dann sinnvoller zu warten oder kann ich sagen, die kann ich jetzt auf A coachen? Oder wie groß darf der Abstand sein? So, wenn ich jetzt sehe bei PLDNA, oh, das ist jetzt irgendwie nicht hinzu, aber ich brauche ne, von weg. Nee, anders heißt ja, ne? Weg Weg von. von. Also habe ich da eine Möglichkeit, deiner Erfahrung nach, den dahin zu coachen? Weil du sagst ja, es ist ja im Coaching oft vorher, nachher, wo man dann auch wirklich Unterschiede sichtbar machen kann. Das ist natürlich genial, weil oftmals ist ja im Coaching so, oh, fühlt sich vielleicht so an und, aber es ist ja oftmals nicht ganz griffig. Das haben wir ja dann jetzt dadurch. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus ziele. Also teil mal da bitte deine Erfahrung. Wie ist das so? Also grundsätzlich würde ich sagen, ich mag überhaupt niemanden irgendwo hin coachen. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was hinter der PLDNA steckt, sondern es muss da einfach ein innerer Wunsch da sein und eine Motivation. Und dann ist es einfach so, dass man sich hinsetzen kann, also im Business-Kontext, wie gesagt, da fängt es ja an, dass wir die Stelle schon so, also wir machen meistens am Anfang mit den Unternehmen, mit den Personalern, machen wir erstmal so ein Stellenprofil. Da fragen wir, du willst jetzt die Stelle XY ausschreiben, was braucht es denn? Braucht es da Detail? Braucht es da eine Hinzumotivation? Zum Beispiel Unternehmen, die viel mit Provisionen arbeiten, da macht es total Sinn, dass die Leute eine Hinzumotivation haben, weil die anderen können damit gar nicht viel anfangen. So, und wenn sich dann die Menschen beworben haben, dann vergleicht man das. Und wenn man natürlich eine riesen Auswahl an Bewerbern hat, dann ist das wunderbar. Aber häufig ist ja momentan die Ist-Situation eher so, dass man mal froh ist, wenn sich mal ein, zwei beworben haben. Und dann sieht man dann vielleicht, wie du gerade gesagt hast, Abweichungen. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir ganz klar das benennen, ja, dass wir mit den Bewerbern sprechen. Häufig frage ich einfach auch, was glaubst du denn, was man so für die Stelle braucht und was glaubst du denn, wo es bei dir vielleicht noch Potenziale zu entdecken gibt? Und dann kommt man da relativ schnell drauf. Und dann ist halt die Frage, dass man dann sagt, okay, für die Stelle braucht man jetzt dieses internale Merkmal zum Beispiel, weil es gibt einfach Entscheidungsprozesse, die du selbstverantwortlich durchführen musst. Oder sie, je nachdem, ob man duzt oder siezt. Und dann fragt man, ja, haben Sie denn Interesse? Wir würden, sind sehr daran interessiert, dass Sie bei uns arbeiten. Haben Sie denn Interesse, sich da weiterzubilden und sich weiterzuentwickeln? Und dann darf ja nun der Mitarbeiter oder der potenzielle Mitarbeiter gerne entscheiden, ob die Stelle für ihn so attraktiv ist, dass er das, was im Prinzip bei ihm noch nicht so ausgeprägt ist, dann innerhalb mit Hilfe von Coachings, mit Seminaren einfach sich selber aneignet, um dann der Stelle auch vollumfänglich gewachsen zu sein. Und wie gesagt, was für uns immer ganz wichtig ist, einfach zufrieden zu sein, da wo er ist. Weil es bringt ja beiden Seiten nichts, wenn irgendeiner an der Stelle sitzt und eigentlich, wie du gesagt hast, Stefan, der wäre bei B viel besser aufgehoben und dümpelt da jetzt bei A rum. Also da ist man mit der PLDNA, ist das echt total sinnvoll, dass man das auch vielleicht auch merkt, dass eine Stelle mal was nicht ist. Ja, also das finde ich eigentlich auch oft ein gutes Ergebnis, weil wenn man sich überlegt, wie viel das kostet, dass Unternehmen jemanden einstellt, den einarbeitet und nach ein paar Monaten stellt sich raus, das passt überhaupt nicht und man begibt sich wieder erneut auf die Suche. Also ich glaube, das kann man beiden Seiten ersparen. Und da hat man eben durch die PLDNA gleich die Aussage, ob es gar nicht geht oder wo man eben anfangen kann, mit Coachings zu unterstützen. An der Stelle ist natürlich auch die Frage interessant. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Beziehungsweise sind zwei Fragen. Das eine, wie viel, wenn ihr sowas mit oh Gottes Willen. Ja. Recruiting. So. Macht. Wie viel Prozent der Menschen sagen so, nö, also wenn ich so einen Test machen muss, dann bin ich schon mal raus. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie gut könnte ich schummeln, wenn ich jetzt sage, ah, ich weiß ja, die suchen, keine Ahnung, den. Ah, das mache ich schon im Test. Kein Problem, ich schummel den schon so dahin, dass dann das Ergebnis rauskommt, dass sie sagen, das ist der beste Mann dafür oder die beste Frau. Also das ist interessant. Das hören wir nämlich ganz häufig, die Frage, es wird sich doch kaum ein Bewerber bereit erklären, so eine Analyse zu machen. Und unsere Erfahrung geht in eine ganz andere Richtung. Also ich hatte in meinem Coaching und auch von Markus, mein Mann kann ich das so sagen, wir tauschen uns da ja so regelmäßig aus. Wir hatten insgesamt zwei Bewerber oder eine Bewerberin war es und ein Bewerber, die gesagt haben, sie tun das nicht. Alle anderen haben sich bereit erklärt. Man muss auch dazu sagen, wir empfehlen nicht im Prinzip sofort nach der Bewerbung so einen Link rauszuschicken und zu sagen, jetzt mach erstmal eine Analyse und dann gucken wir mal, was bei rauskommt und dann melden wir uns vielleicht irgendwann mal wieder bei Ihnen, sondern dass man einfach auch schaut, dass man erstes Gespräch macht, dass man guckt, passt es fachlich, passt es so vom ersten Eindruck und dass man dann sagt, wenn es sozusagen in die zweite Runde geht,
dass man dann eben bei diesem ersten Gespräch auch sagen kann, wir haben da so eine Analyse und da geht es darum, wir wollen Sie kennenlernen. Wir wollen gucken, was für Potenziale haben Sie. Wir wollen jetzt schon wissen, wie können wir Sie ideal einarbeiten. Wir möchten wissen, was für eine Arbeitsumgebung brauchen Sie. Das sind alles Dinge, die man an der PLDNA wunderbar ablesen kann. Wir möchten einfach, dass es für Sie, dass Sie sich wohlfühlen. Und das ist im Prinzip schon eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sagt, naja, also machen Sie jetzt mal einen Test und dann gucken wir mal, ob Sie passen oder nicht. Und so sehen auch unsere ganzen ausgebildeten Coaches, die da ja die Unternehmen auch unterstützen, in der Arbeit, auch dann, wenn es um Veränderbarkeit geht, das ist unser Weltbild. Ja, wir wollen nicht Leute anders haben, als sie sind, sondern wir wollen einfach eine Ist-Situation herstellen, dass beide Seiten Klarheit haben. Und wie gesagt, also es gab bisher zwei Bewerber und Bewerberinnen von Hunderten von Firmen, die es nicht gemacht haben. Ich habe das natürlich jetzt nicht für alle Coaches im Überblick, aber das ist wirklich bei uns so ein verschwindend geringer Anteil, überraschenderweise. Also ich hätte das auch am Anfang anders eingeschätzt, aber das Wording ist da auch sehr entscheidend, dass man es halt im Vorfeld erklären kann. Also ich habe es überhaupt nicht anders eingeschätzt. Ist jetzt lange her, dass ich mich mal irgendwo beworben habe, weil ich schon viele Jahre selbstständig bin. Aber ganz früher mal nach der Schule habe ich mich mal beworben bei einer großen deutschen Fluggesellschaft. Da wurden wir alle nach Frankfurt geflogen und haben mit 200 Bewerbern im Assessment Center Tests gemacht. Und da hat auch keiner, oder weiß ich nicht, aber ich glaube, wenig haben dann gesagt, nee, ich mache so einen Test nicht, sondern wir waren alle da und haben den Test gemacht. Und wurde nicht gesagt, weil wir sie kennenlernen wollen, sondern da wurde gesagt, weil wir gucken wollen, ob du es überhaupt bringst hier bei uns. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, also die Leute sind auch sehr begeistert, wenn sie dann die Analyse haben. Sie erfahren ja dann auch was über sich. Die Unternehmen stellen die denen auch zur Verfügung. Also selbst wenn es dann auch nicht zu einer Einstellung kommt, wird die Analyse demjenigen das Ergebnis freigeschaltet. Natürlich, es gab jetzt auch welche, die sind im anderen Kontext, ist mir derselbe Bewerber dann nochmal über den Weg gelaufen und der hatte das sogar bei seiner Bewerbung mitgeschickt an das nächste Unternehmen. Also das fand ich auch hochspannend, ja. Dann ist dann die Firma auf mich zugetreten und hat gesagt, da hat jemand so eine BLDNA mitgeschickt. Was fangen wir denn damit überhaupt an? Die kannten das Tool noch gar nicht. Das war dann auch ganz spannend, dass es dann so rumgeht. Also ich denke auch, es ist auf jeden Fall ein Mehrwert und es ist ja datenschutzrechtlich und so weiter, ist das auch wirklich alles super abgesichert. Wir haben da sehr lange mit einem Datenschutzbeauftragten gearbeitet. Das ist auch wichtig. Es liegt auf einem deutschen Server. Also auch diese ganzen Dinge, da sind wir wirklich sehr verantwortungsvoll mit umgegangen und gehen damit noch verantwortungsvoll um. Das ist uns einfach wichtig, dass jeder da eine Sicherheit hat. Jetzt habe ich aber leider deine zweite Frage vergessen, Das war Stefan. die, kann ich gut schummeln. Ah ja, kann ich gut schummeln. Also sagen wir mal, ich würde das nicht ausschließen, dass jemand schummeln kann, aber du hast die Analyse ja auch gemacht. Wie würdest du das einschätzen? Wie gut hättest du da schummeln können? Durch die vielen Fragen und die Redundanz der Fragen, also so rein subjektiv, ich habe ja nun die Fragen nicht gemacht, war es halt, wurde mal von vorne, von hinten gefragt, von rechts, von links. Und ich denke, dadurch werden einfach dann solche Sachen zumindest minimiert, ne, würde ich jetzt sagen, von meinem Gefühl her. Ja, genau. So Außer genau. jetzt jemand sagt, ich kreuze immer nur, was weiß ich, immer nur ganz rechts an, ja, egal was jetzt gefragt wird, aber ich glaube, das merkt man dann wahrscheinlich am Schluss auch. Ich denke auch, das Programm würde das wahrscheinlich merken, was es auswertet, dass der eigentlich immer nur rechts angekreuzt hat, egal welche Frage. Und dadurch die Fragen ja im Prinzip manchmal genau umgekehrt sind, merkst du dann ja auch, aha, da ist jetzt einer, der wollte gar nicht, der hat da eigentlich nur Ding, Ding, Ding gemacht, ne, so, anstatt wirklich sich das durchzulesen, weil das muss man ja auch sagen, haben wir noch gar nicht erwähnt, bei den Fragen läuft ein Zeitnehmer, das heißt, ich kann das nicht durchlesen, dann irgendwie im Psychologiebuch nachschlagen, was ist jetzt die beste Antwort für den Job oder so, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden sind es mal, 5 oder 10 oder so pro Frage, also es ist relativ straff, dass ich wirklich lesen kann, also ich gefühlt konnte in der Zeit relativ in Ruhe die Frage durchlesen, aber dann musste auch die Antwort im Prinzip spontan kommen, sonst war die Frage weg. Ne? Und dann Genau. Also das ist das, ich habe ja vorhin schon mal die Wissenschaftlichkeit der Analyse angesprochen. Wir haben auch Anfragen von Universitäten, die jetzt Doktorarbeiten vergeben wollen. Das finden wir natürlich super spannend und freuen uns da sehr. Und die sind natürlich ganz darauf erpicht, dass das sehr wissenschaftlich ist. Sonst würden sie sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen. Und da, wie du gesagt hast, Stefan, das eine ist halt dieser kurze Zeitkorridor. Also wenn man sich da anfängt zu überlegen, okay, wie will mich denn mein Chef denn jetzt am liebsten, dann ist es eigentlich schon fast rum, da ist das Zeitfenster schon geschlossen. Und wie gesagt, die Aussagen, die da bewertet werden, die wiederholen sich auch. Also nicht genau die gleichen, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Aussagen.
Und da würde man dann schon rausfinden, wenn da jemand immer nur rechts klicken würde, wobei ich da auch die Sinnhaftigkeit hinterfragen würde, weil also im Coaching macht es ja gar keinen Sinn. Oh, im Coaching macht es gar keinen Sinn. Da geht bei mir jetzt gerade beim Zoom schon der Daumen nach unten. Das ist ja sehr lustig. Also genau, es macht gar keinen Sinn. Und auch, ich denke, bei Bewerbungsgeschichten, also da möchte man ja gucken, fühlt man sich da wohl in dem Betrieb und passt man zur Stelle, welchen Sinn würde das machen? Wie gesagt, grundsätzlich kann man natürlich Augen zu und immer irgendwas drücken. Dann wird man die Persönlichkeit desjenigen nicht abbilden können. Aber jemand, der das so möchte, da haben wir wirklich alles dafür getan, dass man da nicht vorher sich überlegt, was möchte der andere hören. Diese soziale Erwünschtheit, die kennen wir jetzt auch viel von sozialen Medien und so weiter, die haben wir da versucht, möglichst weit runter zu regeln. Das ist ja jetzt der aktive Versuch, wäre das zu schummeln. Wie ist das denn, wenn ich eben nicht so selbstreflektiert bin, wenn ich mich selber gar nicht so gut kenne und denke, ja, ich bin der totale Detailmensch, aber ich bin es gar nicht und deswegen sind meine Antworten irgendwie nicht passend. Findet ihr das auch raus in dem Test? Das finden wir ganz einfach raus, weil wir würden nie fragen, bist du ein Detailtyp? Sondern die Aussagen sind eher so, dass man Situationen beschreibt. Ja, man beschreibt eine kurze Situation und sagt, wie verhältst du dich? Ja, und dadurch, wie der Stefan gesagt hat, das sind viele verschiedene Fragen, die auch. Also wir haben nicht eine Frage für ein Merkmal, sondern es sind wirklich sehr viele Fragen und Aussagen, die man da bewertet. Und da geht es einfach um Situationen. Ja, und natürlich kann auch da sich ein Mensch anders einschätzen, als so, wie er tatsächlich agiert. Aber dadurch, dass wir um dasselbe Merkmal relativ viele Situationen stricken, wird es doch dann eindeutig. Und die Erfahrung zeigt uns auch, also mit jedem, mit dem man dieses Ergebnis bespricht, also die sagen, ja, stimmt. Bei Paaren habe ich es auch schon mal so, dass dann die einen, ah, bin ich wirklich so? Und dann sagt der Mann nebendran schon auf jeden Fall und dem fallen dann ganz viele Beispiele ein. Also auch da können wir sicher gehen, dass die Analyse auch das abbildet, was sie abbilden soll. Also dann kann es ja jeder machen, ne? Also braucht man kein Vorwissen oder keine Nein. besonderen Erfahrungen oder so. Und ja, tatsächlich ja auch schon, die Kinder sind ja heutzutage manchmal noch ganz schön jung, wenn sie ihren Beruf schon wählen sollen oder so, ja, wenn sie dann irgendwie mit 15 vielleicht teilweise aus der Schule. Meine Tochter hat zum Beispiel mit 15 den Realschulabschluss gemacht. Und musste dann ja entscheiden, mache ich jetzt weiter mit Abitur oder was für ein Abitur oder mache ich eine Ausbildung, was für eine Ausbildung. Aber es musste ja etwas getan werden. Und ja, das ist natürlich eigentlich auch schon ein Jahr vorher der Fall. Also mit 14 muss man sich schon entscheiden, was soll jetzt passieren mit mir? Wäre das auch schon etwas, wo die PLDNA unterstützen kann? Zum Beispiel, in welche Richtung soll es denn überhaupt gehen? Bist du eben mehr der Typ für Abi und vielleicht Studium oder mehr für Ausbildung und wann welche und so? Könnte man auch da schon ein bisschen unterstützen? Also wir haben Erfahrung mit der Analyse an sich so ab 16 Jahre. Das muss man vielleicht auch so ein bisschen individuell entscheiden, ja. Also ist das jemand, der wirklich so reflektiert schon ist, sage ich jetzt mal, dass er sich in solche Situationen, die wir da abfragen, hineindenken kann und dann eben die Bewertung abgeben. Wie gesagt, ab 16 klappt das eigentlich sehr gut. Also da haben wir auch einige Coaches, die gerade so Berufsfindungssachen machen, die tatsächlich mit der PLDNA arbeiten. Wenn jemand jünger ist und man sagt, ja, da würde man das demjenigen noch nicht so zutrauen, dass er dann eben auch mit dieser Kürze der Zeit so schnell die guten Bewertungssachen machen kann, da würde ich tatsächlich empfehlen, trotzdem mal auf einen PLDNA-Coach zuzugreifen, weil also man kann ja auch im persönlichen Gespräch solche Fragen stellen und solche Situationen besprechen. Also da braucht es dann eventuell nicht die Analyse an sich, sondern einfach jemand, der sich damit auskennt und das immer im Hinterkopf hat, die Merkmale im Hinterkopf hat und darüber spricht. Die Möglichkeit gibt es immer. Wir sind jetzt auch an der Planung. Wir wollen tatsächlich das für Kinder und Jugendliche auf den Markt bringen und vielleicht da auch einen ganz neuen Weg gehen. Wir werden da eventuell gar nicht so eine Online-Analyse machen, sondern wir sind am Überlegen, ob wir das in ein Computerspiel einbauen. Dass wir einfach gar nicht, dass man da nicht Situationen beschreibt, sondern einfach die Jugendlichen und Kinder diese Situation in dem Videospiel erleben, dann Entscheidungen treffen und an der Entscheidung kann man dann die PLDNA-Merkmale ablesen. Das ist so unsere Idee, ist allerdings noch Zukunftsmusik. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das wirklich umsetzen, weil auch da soll ja die Wissenschaftlichkeit gewahrt sein. Und das ist dann wirklich ein großes Projekt, aber da haben wir total Lust drauf und wir kriegen auch ständig Anfragen genau zu dem Thema Berufsfindung. Oder auch da, auch wenn man Herausforderungen zwischen Eltern und Kindern hat und so, und dass man da mal die PLDNA nebeneinander legt, das ist ein riesenspannendes Feld und weites Feld und da wollen wir auf jeden Fall auch dran arbeiten.
Ich glaube, was auch spannend sein könnte, weil wir bei der PDNA den Ist-Zustand sehen, wenn man das jetzt mit Human Design also zusammenbringt, dass man im Human Design sieht, okay, so kommt jemand auf die Welt und so lebt er gerade. Und dann da halt ganz super wahrscheinlich sehen könnte, ah, guck mal, hier ist er nicht selbst, ja, und hier ist er überhaupt gar nicht er selbst, sondern ist er total konditioniert, weil Mama und Papa ihm das so beigebracht haben, aber eigentlich hat er eine ganz andere Veranlagung mitgebracht. Also das könnte ich mir so im Zusammenhang mit Human Design auch gut vorstellen. Cool, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, liebe Katrin, wenn jetzt jemand sagt, so eine PLDR-Analyse, ohne die möchte ich nicht weiterleben, wie kann er sowas machen? Punkt 1. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn jemand sagt, du hast es ja am Anfang so ein bisschen haben wir es ja anklingen lassen, das will ich lernen. Ja, da möchte ich auch ein PLDNA-Mentor oder Coach sein. Wie funktioniert das? Also vielleicht sagst du ein bisschen was zu der Ausbildung an sich. Wie funktioniert die Ausbildung? Gibt es ja auch ein paar verschiedene Wege, wie ich gesehen habe. Und wenn ich das gar nicht machen will, sondern einfach nur wissen möchte, wie ist es mit mir gerade bestellt oder vielleicht auch mit meiner Frau gerade ein Problem habe und mal gucken möchte, wie tickt die, wie tick ich, wie komme ich daran? Genau, also grundsätzlich ist die allererste Wahl erstmal auf www.pldna.de zu gehen. Ich nehme an, dass ihr das auch Packen wir verlinkt alles in die in den Shownotes. Shownotes. Genau, da könnte man zum Beispiel sich so eine Doppelanalyse kaufen. Ich würde allerdings auch da einen anderen Weg vorschlagen, und zwar findet man auf der Seite die Coaches und Partner von uns. Und wenn man die kontaktiert, da kann man sich jemanden raussuchen, weil es ja sinnvoll ist, nicht nur die Analyse an sich zu machen, sondern es ist ja auch sinnvoll, dass man dann noch ein Beratungsgespräch danach hat und einfach die Ergebnisse bespricht. Man kann die sich auch so runterladen, auch mit ein bisschen Beschreibung, aber ich würde wärmstens empfehlen, da einen Coach mitzubuchen, dass man einfach eine Stunde, anderthalb Stunden so ein Auswertungsgespräch hat. Und wenn man sich da einen Coach gesucht hat, einfach kontaktieren, weil auch da bekommt man die Analyse etwas günstiger. Also insofern würde ich immer diesen Weg über den Coach gehen, wenn man einfach mal spannend es findet zu wissen, wie ticke ich denn oder was hat der für Ideen. Das Zweite zu den Ausbildungen, da ist es so, also wenn man das vertiefen möchte, da haben wir unterschiedliche Ausbildungen. Wir haben Online-Ausbildungen, wir haben Präsenzausbildungen. Wenn man so eine Kompaktausbildung macht, dann dauert die 2 Tage. Wir haben aber jetzt auch im Oktober, da bieten wir das an 6 verschiedenen Abenden, immer so kurze Päckchen sozusagen an. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da kann man sich auch über die PLDNA-Homepage informieren, wann findet es statt und kann sich da auch anmelden. Sehr schön. Gut. Gibt es denn etwas, was du noch mitteilen möchtest, wo du sagst, ach, das haben die vergessen zu fragen, das wäre aber, liegt mir total am Herzen, muss jetzt nicht sein, aber wenn es sowas gäbe, dann wäre jetzt hier noch der Raum. Also ich glaube, dass wir das schon angesprochen haben, aber das ist wirklich so mein Herzensthema und deswegen möchte ich es einfach nochmal unterstreichen, dass ich das einfach ein wahnsinnig tolles Tool finde, festzustellen, wie man tickt und wie der andere tickt. Und dass man einfach, dass ich merke, was da für eine Entwicklung bei den Leuten passiert, dass die nicht mehr einen Fokus drauf haben, was funktioniert nicht und der andere ist doof, weil er so und so ist, sondern dass man einfach das wertschätzen kann und sagen kann, na Gott sei Dank ist der so. Ja, weil ich jetzt zum Beispiel ein Merkmal nicht so ausgeprägt habe, dann finde ich das super, dass mein Arbeitskollege das hat. Also vielleicht ein Beispiel noch zum Abschluss. Ich habe ja arbeite ja auch als Geschäftsführerin in einem Sportverein und da hatten wir 2 Übungsleiterinnen, die gemeinsam ein Angebot gemacht haben. Und dann kam nach ein paar Monaten, kam die Einübungsleiterin zu mir und hat gesagt, also mit der Kollegin kann ich leider nicht mehr weiterarbeiten. Das bringt mich am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Dann habe ich gesagt, okay, worum geht's denn? Ja, ich glaube, die hat gar keine Lust zu arbeiten, die ist überhaupt nicht motiviert und also irgendwie klappt es nicht. Also ich habe da einen Riesenspaß und ich mache und ich tue und sie macht irgendwie nicht. So, dann habe ich das mal so ein bisschen hinterfragt und da gibt es zum Beispiel ein Merkmal, das ist proaktiv und reaktiv. Die zu mir gekommen ist, die hat eine extreme Ausprägung bei der Proaktivität. Das heißt, die sieht selber, was so zu tun ist. Ja, die guckt in der Turnhalle rum und da sieht sie, oh, da liegt jetzt nur ein Ball, aber wir haben ja ganz viele Kinder, da läuft die natürlich und holt mehr Bälle dazu, so als Beispiel. Die Kollegin ist total reaktiv. Das heißt, die hat im Prinzip da gestanden und hat rumgeguckt. Und wenn ein Kind auf sie zukam und hat gesagt, ich brauche aber noch einen Ball, dann hat die gesagt, ach, das ist ja eine tolle Idee und ist gelaufen und hat den Ball geholt. Das heißt, am Ende hatten sie schon beide Bälle, aber die proaktive Mitarbeiterin, die hat gedacht, dass die andere keine Lust hat, weil die gar nicht selber von sich aus was gemacht hat.
Und dann haben wir einfach festgestellt, die eine ist proaktiv, die andere ist reaktiv. Ich habe mit der einen Mitarbeiterin gesprochen, habe gesagt, wie könntest du das denn für eure Zusammenarbeit nutzen, dass ihr so unterschiedlich seid? Da sagt die, naja, wenn die reaktiv ist und stimmt mit den Kindern, wenn die Kinder was sagen, dann macht die das sofort. Habe ich gesagt, ja. Ach, dann könnte ich ihr ja einfach auch sagen, was man machen könnte. Und dann sage ich, ja. Dann hat die das ausprobiert, die kam zu mir, der hat gesagt, Katrin, das gibt's ja gar nicht. Das klappt ja sensationell. Dann sagt sie, das wäre mir im Leben nicht eingefallen, weil sie als Proaktive würde das total stressen, wenn ständig jemand kommt und sagt, mach das, mach das, mach das, mach das, weil sie eben reaktiv nicht sehr ausgeprägt ist. Die mag das gar nicht, wenn man irgendwelche Sachen sagt. Und die Kollegin fand das wunderbar. Die sind das perfekte Team jetzt. Ja, weil die Proaktive kann das ausleben und kann dann der anderen Hinweise geben und das funktioniert wunderbar. Beide sind zufrieden. Und das ist auch so ein Beispiel davon, die wollten nicht mehr zusammenarbeiten und jetzt darf ich die nicht mehr getrennt voneinander irgendwo einteilen, weil die einfach so glücklich darüber sind, dass es mit den beiden so funktioniert. Und das ist mir die Herzensangelegenheit, dass die Menschen einfach entspannter miteinander umgehen können, dass sie wertschätzen können, dass sie sagen, wie toll, dass du so bist, wie du bist, dass du anders bist als ich. Und in dem Punkt ergänzen wir uns und das ist nichts Trennendes, sondern das ist was Ergänzendes und was auf jeden Fall einen Mehrwert bietet. Das ist mir ganz wichtig und das kann man mit der PLDNA wunderbar abbilden. Das ist Super toll. schön. Gut, vielen Dank. Ich glaube, das war mal so ein erster Einblick in die PLDNA. Wir verlinken alles. Das heißt, also schaut alle mal bei der Katrin bzw. bei der PLDNA vorbei und teilt auch gerne mal, also das interessiert mich natürlich, wenn ihr mit Human Design und PLDNA da Erfahrung sammelt, dann teilt das auch gerne mal mit Martin und mir. Da sind wir ganz neugierig. Gut, dann tausend Dank. Gebt gerne einen Hinweis zu dieser Podcast-Episode. Teilt die gerne. Macht ganz viel damit, dass ganz viele Menschen mehr über sich erfahren können, denn wir haben ja so viele tolle Beispiele gehört und das können wir nur unterstreichen, sowas kennen wir ja auch aus dem Human Design und deswegen, jeder hat so seine Wege und toll, freut mich total. Tausend Dank, liebe Katrin, dann freuen wir uns auf die nächste Ich-Podcast-Episode. Wie gesagt, teilt die gerne, verlinkt die, sagt das allen Menschen, dass alle PLDNA kennenlernen und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Liebe und tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.